Eins, zwei, drei. So, jetzt sind wir zurück. So, wir sind wieder zurück. Wir haben kurz hier die Steuerungsdiskrepanzen hier gelöst. Jetzt, ich hoffe, es funktioniert. Jetzt, kann ich nämlich auch mich ein bisschen hier an der Konversation beteiligen, denn jetzt bin ich nämlich hier voll dabei. Weißt du, die ist hier gefangen. Kein Ding. Also gut, ich folge jetzt hier einfach nur um kurz zu erklären, was jetzt passiert. Ich folge diesem roten Schirmchen da unten auf der Karte. Ah ja. Und wir reden jetzt derweil über ein neues Thema, beziehungsweise ein alt-neues Thema. Ein alt-neues Thema. Wir haben darüber letztes Mal schon gesprochen und es war ein sehr interessantes Thema. Es war ein geiles Thema, würde ich gerade so sagen. Ja, Wahnsinn. Nämlich Dinosaurier. Ich bin ein großer Fan von Jurassic Park. Dinosaurier. Oh, und die kommen ja alle hinterher. Und ich habe vor kurzem, deshalb, als wir darüber, ne? Ja, als wir das Thema aufgegriffen haben, ist mir das hingekommen, ich habe mir irgendwas gehört, dass es noch einen Nachfolger jetzt bald geben soll. Der letzte Teil war ja Jurassic Park 3, ne? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Also und schon einige Jahre tatsächlich, her, 3, oder? Ja. Und tatsächlich ist gerade aktuell ein Nachfolger in der Mache, der sich nennt Jurassic World. Ach, nicht Jurassic Park 4. Nee, ist ein Arbeitstitel vielleicht. Also ich muss echt sagen, du pulst hier die halbe Zombie-Stadt zusammen. Ich muss hier. So. Jurassic World hat ein geiles Logo, schön silbern und ein blau im Hintergrund. Weißt du, das Logo war ja rot, ach so, gelb und so. Ja. Aber das ist, was ist denn da vorne? Du hängst? Ja, ich häng schon wieder. Es ist wieder soweit. Ist doch noch nicht gelöst, das ganze Scheiß. Nee, da. Ja, egal. Jedenfalls Jurassic World wird von einem, was ich da noch erfahren habe, wird von einem unbekannten Regisseur und von vielen unbekannten Schauspielern also in Angriff genommen. Finde ich gut, aber weil, wenn es irgendwas, du weißt schon, Tom Cruise irgendwie mitspielen würde, das wäre dann. Ja, das ist natürlich für einen Arsch. Oder ja, Tom Cruise ist jetzt übertrieben, aber wenn irgendwas. Ja, aber wenn zum Beispiel so alte Schauspieler, die da früher mitgespielt haben, mitmachen würden. Nee, das ist natürlich wieder, das finde ich wieder geil. Ja, natürlich. Ist auch, glaube ich, so, dass die ein paar so Gastauftritte haben, weißt du? Ja, aber so zum Beispiel von denselben Produzenten und von denselben Machern wäre das nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist ein neuer Regisseur, den kenne ich auch nicht. Der hat auch irgendwie nur einen Film gemacht bisher. Der war zwar gut, aber ich kenne ihn auch nicht. Also heißt es halt in den Texten. Ja. Es ist halt ziemlich viel bald, es wird wieder auf Hawaii gedreht, das weiß ich noch. Ja. Und Hawaii ist gut, ist schön Lost, wurde ja, man muss da gespannt sein bei sowas, weil ich find, zum Beispiel, ich persönlich finde immer so Sachen, weißt du, so Teile, die viele Jahre später nach den alten Klassikern gedreht werden. Das Problem beim Dreier war, dass das so, der Dreier kam ja auch erst lange nach dem Zweier. Ja. Und ja, ich weiß, was haben sie sich dabei gedacht beim Dreier? Was anders finde ich, sind zum Beispiel so von Klassikern so Remakes, oder wo du halt sagst, komm. Nein, nicht Remakes, aber zum Beispiel, zum Beispiel, sag ich jetzt mal im Grunde genommen, Ghostbusters. Das wäre doch der Hammer gewesen, hätten die nochmal einen Film rausgebracht, zum Beispiel. Ja, aber jetzt Nachfolgermeister. Ja, als Nachfolger. Ja, natürlich. Nicht als Remake, sondern praktisch nochmal mit denselben Schauspielern, Bill Murray. Ja, nee, klar. Aber das ist auch immer die Frage, wenn ich mir jetzt Indiana Jones 4 anschaue, ja? Ja. Denke ich mir auch. Gut, der wäre gut gewesen, wäre das ein Drehbuch ein bisschen besser gewesen. Aber der Harrison war schon nicht mehr der Jüngste. Ja. Das ist halt das Ding. Aber wenn die Ghostbusters-Leute auch alle da alt ja, siehst, weißt du, die können auch nicht mehr so viel. Ja, die sind alt, aber man freut sich, auch ein bisschen, man freut sich, die Truppe einfach nochmal zu sehen. Natürlich, aber ich habe dann so ein Leidgefühl, weißt du, wenn ich sowas sehe. Wenn ich sehe, dass sie alt sind, recht, dann hat das so ein Leidgefühl. Ja. Und dann schaue ich mir dann doch lieber die alten Sachen an. Irgendwie. Keine Ahnung. Gut, ich meine, besser als die alten Sachen wird es natürlich nicht. Das ist nie der Fall. Es geht nur darum, dass du die praktisch nochmal siehst und man kann sie ja nochmal feiern. Okay. Oder ist jemand drin? Ich wollte, perfekter Übergang. Ich wollte kurz sagen, was wir hier vorhaben. Ich habe mir nämlich jetzt hier eine Mission ausgesucht. Und es war hier eine kleine Nebenquest, die sich nennt Asche zu Asche. 900 Experience. Moment. Nee, eigentlich wollte ich diese hier haben. Experience Points, wer sich fragt, was EP heißt. Ja, wir wollten Janines Halskette aus dem Bungalow 6 im Bezirk Silver Bungalows holen. Aha, warum ist da ihre Halskette? Moment, warte kurz, bin ich jetzt richtig dann? Ich habe einen Verdacht. Nein, das wäre nämlich woanders. Ich habe einen Verdacht. Wir sind jetzt hier bei Asche zu Asche, wir sollen Benzin besorgen. Das ist hier eine Tankstelle. Das ist doch nicht die Halskette. Nee, aber das ist Benzin ist hier. Ah ja. Wir reden mal kurz mit dem Typen und dann reden wir weiter. Hey, you, go over to the door. Give me a sec to open it. Alles klar, wenn du verarschst mich. Okay. Ja, wie gesagt, alte Klassiker auf neu auflegen ist immer schwierig. Total Recall war Müll, muss man sagen. Total Recall. Also ich kenne das gar nicht. Total Recall, Arnold Schwarzenegger Klassiker. Achso. Das neue mit dem, wie heißt der? Aber ich finde, nein, es müssen dann schon immer doch die gleichen Schauspieler sein. Ja. Also wenn bei Nachfolgern auf jeden Fall, aber die, bei wieder Remakes kannst du so ja. Blöd dann. Okay. Come on, quick. Komm ja schnell. Bist denn du? Hast du es in der Hand? Ich weiß, dass sie mich angreifen hier. What, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. You know, maybe there's another way in. They try the roof. That might work. The roof? Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere.
It's too friggin' dangerous out there. Was essen die dann? Der alte Mann ist schon wieder, der kann sich auch nicht mehr so richtig wehren, glaube ich. Aber gefällt mir, der schaut aus wie so ein... Oh, jetzt nicht mehr. Was? Jetzt quält er mir nicht mehr. Er schaut aus wie Super Mario, schau hin. Stimmt, ein bisschen wie Super Mario. Er fehlt noch die rote Mütze, aber 1A Super Mario. Er schaut auch so wie Super Mario. Ja. Rote Hosen müsste er anhaben, da wäre es perfekt. Perfekt eingegliedert in das Setting. Was ist das? Ich frage mich dann zum Beispiel, wie überleben dann solche Leute in so einem Wässer? Ja, ich meine, Essen ist ja genug da, schau, die haben ja genug hier. Da hinten ist ja schon was zu liegen. Achso, da haben sie gut. Ist ja ein gutes Service. Muss er nicht gekühlt werden. Ein Touri-Ort, ja gut. Das verfault auch nicht. aber daher ist Luigi dann, ne? Wenn das Mario ist, dann ist das hier Luigi. Das ist ja grün. Grün, da passt. Sehr gut. Also auf den Bart, glaube ich. Möchte Luigi nicht aus dem Bart nehmen. Wir haben beide Bärte, aber wir sind alles astreine Schnurrbärte. Der lässt uns gar nicht zum Beispiel in diesen Raum rein, gell? Was? Ups. Nee, wir sollen uns irgendwo die Gaspumpen. Die Gasbuddel. Die Gasbuddel? Ist denn die Gasbuddel schon angeschlossen? Aktivieren. Bleib liegen, du. Jesus, mein Gott. Das ist ja echt, wie wenn ich es abziehe eigentlich. Ja, weil die Waffe ist nicht gut, wahrscheinlich. Freude kommt auf. Okay. So, wo waren wir? Hast du nicht irgendwie einen Paddel oder so? Schaufel ist auch kaputt. Der Paddel war Hammer. Thema war Remakes. Thema Remakes, ja, wie gesagt. Ich hab da alles zugesagt. Nee, ich freue mich auf Jurassic World. Weil ich ein großer Jurassic Park-Fan bin. Aber kommt es sicher raus, oder? Ja, es kommt. Wann? Es ist, wie gesagt, 2016? Nee, 15 ist angekündigt. Aber ne, ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass es so geil wird wie damals. Der erste, da wird eh nichts dran kommen. Aber ich freue mich über einen neuen Dinosaurier-Film. Ne, Thematik und so. Genial. Jurassic World, Jurassic Park. Weil du hast auch gesehen, die in einem Land vor unserer Zeit, die ganzen Nachfolger waren ja auch Dreck. Ja, die waren Dreck. Es gibt sogar eine Serie mittlerweile, ne? Anscheinend war es nicht richtig, war es nicht wirklich Dreck, weil es ja... Aus von vielen, sag ich mal, guten, alten Disney-Filmen, oder es ist ja nicht Disney. Ist nicht Disney, ne? Aber ich sag ja so, von vielen Filmen, da gibt es dann irgendwelche Serien, die kommen dann irgendwo mal raus. Ja. Zum Beispiel so Kung Fu Panda. Das ist lustig, ja. Echt? Kung Fu Panda, die Serie. Ich dachte, es gibt eine Serie. Ja. Okay. Läuft irgendwo auf Nick oder was weiß ich, Super RTL. Nickelodeon, auch ein schönes Ding. Dann? Was ist denn hier? Die Serien von Nickelodeon sind ja mal genial gewesen. Wer von euch Nickelodeon geschaut hat, schreibt uns eure Lieblingsserien aus von Nickelodeon auf. Wir werden uns alt vorkommen, weil keiner schaut. Was ist Nickelodeon? Das ist natürlich. Oder? Weiß ich nicht. Was war deine Lieblingsfolge von Nickelodeon? Folge Nummer 1 Serien, ne? Also Serien, Entschuldigung. Ren and Stimpy. Ren and Stimpy, auch oh, gerade ein Klassiker. Ren and Stimpy, der absolute Klassiker. Schlechthin, lauf du Penner! Ich find, weil die haben es immerhin gekriegt, das so, wirklich so ekelhafte Sachen. Ja, ja, die Zeichnung war echt genial. Also, Zeichnung war ein Hammer. Und die Story ist auch so richtig sick. Die Charaktere dumm. So richtig. Ren and Stimpy, also ich kenne das mal googeln hier. Klassiker, absolut. Wenn jemand dazu kommt, irgendwie ich sie legal schon, zu schauen. Ob es Ren and Stimpy Folgen so auf YouTube gibt, interessiert mich. Müssen wir mal schauen. Aber bestimmt, es gibt alles auf YouTube, das ist ja das. Aber die Frage ist, ob nur Ausschnitte oder ganze Folgen? No. Ren and Stimpy, super. Ja. Aber ich habe sowieso auf Nickelodeon viel Sachen geschaut. Zum Beispiel Rockos modernes Leben fand ich Rockos super. Modernes Leben. Wie ging das Leben? Ja, ja. Rockos modernes Leben. Manchmal voll daneben. Manchmal voll daneben, genau. Oder was gab's noch? Spunky. Nee, genau. Heffer. Heffer, ne? Was? Nee, es war nicht Heffer, ne? Heffer. Heffer, ja, Heffer, Heffer ist ja, die, Heffer, die Kuh. Genau. Er ist eigentlich ein Stier. Ja, aber, ja, aber der von Wölfen aufgezogen. Möchte gern Wolf, genau. Ja. Ich geh da mal unter. Also wer es nicht kennt. Nützt ja alles nichts. War klar. Ja, das hat mir nicht gerechnet. Oh, da ist eine Schaufel. Das ist ein Dekoschi. Ich kann nicht laufen. Das ist alles Problem. Ah, jetzt. Da hat eine Schaufel. Kann ich aufmachen? Ich mach hier auf. Wieso? Oh Gott, wie langsam der aufmacht. Gib's dir. Er macht auf. Und raus. Ui, das war. Aber wie verkrüppelt du spielst. Was für ein Mohl? Ja, keine Ahnung. Wie spielst du denn sonst? Ist doch egal. Lass mich. Es funktioniert doch. Er läuft nicht. Jo! Ja, du kannst auch im Stehen schlagen. Ja, aber ich muss auch ein bisschen mich bewegen. Ja, da müssen wir noch fixen. Rockos, nee, können wir nicht spielen. Rockos modernes Leben, oder? Was gab's noch? Nee, wie hieß der Frosch bei Rockos modernes Leben? Was sind Frosch? Hallo, dieser Frosch, der Chef von Rocco. Oder der mit der Froschfamilie. Muss ich echt überlegen. Aber du weißt es schon. Nee, grad nicht. Es war halt der Bösewicht, nicht der Bösewicht direkt, aber es war der Nachbar vom Rocco. Ach so, der Froschmaul, halt, der große. Der mit Frosch. Seiner Frau, die zwei. Ja, also, ja gut, das ist. Aber wie hieß der? Böse. Ich weiß es, das weiß ich nicht mehr. Doch, die waren immer ein bisschen fies oder hat er gehasst. Aber die er hasste noch so ja Rocco. Herr oder. Ja, so. Er hasst Rocco, er hasst ihn nicht, sondern er mag ihn ungefähr so nicht wie Thaddeus Spongebob nicht mag. Ja, ja, genau. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir im Spiel sterben, habe ich festgestellt, weil wir eh dann wieder spawnen. Richtig. Mit dem her. Es ist eigentlich sogar noch besser, weil du mit voller Energie wieder aufwachst. Aber wie heißt, kommen wir jetzt nicht drauf, ne? Ich hab gar keine Ahnung gerade. Okay, egal. Aber Rocco war auf jeden Fall super, genau. Da gab's auch, das würde ich echt gerne mal wieder sehen, da gab's auch super Folgen, gab's da.
richtige Klassiker. Ja, weil Rocco, muss man auch sagen, ich meine, Rocco ist halt so praktisch so der einzig normale Charakter. In einer Welt voller Verrückten. In einer Welt voller Verrückten einfach, genau. Ich meine, und zum Beispiel bei Ren Stimpy, die sind alle verrückt. Oh, jetzt muss ich aber echt noch was zitieren. Also, ja. Genau, also eine Szene, die mir jetzt im Kopf steht, das ist nicht die beste Szene von Rocco. Ja. Also eine super Szene. Der Bastard hier. Sein Haus fliegt in die Luft, irgendwas. Und dann ziehst du halt so einen riesen Graben um sein Haus rum, ne? Und so ein kleines Rohr noch, das zum Haus geht. Das ist das Abflussrohr, weil das zum Haus hochgeht. Mhm. Und in diesem Rohr steckt ein riesen Fisch drin. Ein riesen Fisch ist in diesem Rohr, weißt? Und es ist der Fisch, den Rocco mal vor Ewigkeiten, vor Jahren, hat er mir mal ins Klo runtergespült, den Fisch. Und der blieb halt da hängen und ist halt mega groß geworden und hat halt jetzt eine Verstopfung. Der Fisch. Ja, ist halt einen riesengroßen Fett jetzt, weißt? Ja. Und es hat dieses Haus explodiert, weil er irgendwie das Rohr verstopft hat oder sowas, weißt? Und keiner wusste, warum das Rohr verstopft ist. Super, weißt du? Das kenn ich nicht. Das ist so ein geiles Bild, wie Rocco dann da von einem explodierten Haus steht. Und dann so, ist dieser riesen Fisch, der da halt so drin und so schau, so völlig gelangweilt. Ja gut, aber da keiner Rocco kennt, ist eher... Wasser? Wir können ja nur mal so die Folgen ansprechen. Zum Beispiel, was hast du noch wieder geschaut? Von Rocco weiß ich jetzt nicht. Achso, du meinst die Serien? Nee, Serien, ja. Natürlich Ryan Stimpy, Rocco. Hey Arnold! Hey Arnold, auf jeden. Das war, ist aber am Superhelden gewandelt, glaube ich. Ja, ja. Das gibt es ja praktisch immer noch. Dann die Rugrats. Rugrats heißt die Rugrats, aber hallo, natürlich. Die Babys, das ist die sprechenden Babys. Dann weiß ich gar nicht, war das auch auf Nickelodeon hier Disneys große Pause? Boah, das kenne ich nicht. Nicht? Was kennst du nicht? Disneys große Pause kenne ich nicht. Auf der Hammer. Nee, das ist ein guter. Ich sehe schon, so können wir nicht lang weitermachen. Ja, aber ich habe keine Lösung, es tut mir leid. Was ist so? Der nützt auch noch eine Unterbrechung, nichts. Ja, aber warum musst du das so machen, dass die Tastatur vor dir ist und deine Maus über der Tastatur? Das ist doch irgendwie unnatürlich. Weil ich denke, dass der Kontakt zu kurz ist, was zum Signalempfänger, weißt du? Nee. Nee. Das kann es doch nicht sein. Keine Ahnung. Tu doch die Tastatur. Da muss ich rein, bestimmt, genau da muss ich rein. Wasser? Ich habe nicht einmal den Knopf loslassen, dann geht er nicht mehr. Ich drück. Jetzt geht es. Okay. Ja, ne? Fokus modernes Leben. Der dicke Hoshi muss noch hier irgendwo sein. Da ist er. Jawohl. Chanfrey? Was war das? Stufe 8. Was hast du jetzt noch gemeint? Was sind wir eigentlich mittlerweile? Können wir nochmal schauen, was für Stufe wir sind? Aber was hast du jetzt nochmal gemeint für eine Serie? Große Pause. Disneys große Pause. Und was eine sehr bekannte. Ja, es geht halt. Wie gesagt, es ist also in einer Schule, um einen Freundeskreis halt so, weißt du, die halt... Das hört sich wie Arnold an. Ja, ist auch nicht. Und ja, gut. Deswegen einfach mal, wen es interessiert, so, die kann man ja mal gucken, ne? Ja, der kann das machen. Das sind so die besten Serien von Nickelodeon, sage ich jetzt mal. Und Nickelodeon wurde dann abgesetzt, glaube ich, irgendwann, ne? Ja, irgendwann gab es nicht mehr, ja. Aber jetzt gibt es ja wieder, als Nick quasi gibt es ja. Ja, Nick, es gibt es wieder, ja. Aber es hat nicht die gleichen Serien wie damals, ne? Ich habe von Nick nie geschaut. Ich schau allgemein sowieso kein Fern irgendwie. Ja, Fern sowieso nicht mehr. Was irgendwie. Ist eigentlich mit dem? Der steht da und die Zombies tangieren. Ist der Mario? Überhaupt nicht, aber so. Dänemark. Ja. Also, weißt du, er interessiert sich nicht für die und die interessiert sich nicht für ihn. Genau. Das ist halt eine gute Koexistenz, würde ich sagen. Ja. Aber wenn die in der Nähe sind, dann interessieren sie sich glaube ich schon. Warum das so funktioniert? Warum funktioniert das so? Hat der entweder das Virus schon in sich? Wahrscheinlich. Ah, das habe ich gesucht. Er nimmt es nicht. Warum nimmt das nicht? Ja, er wird schon nehmen, aber ja. Die Tastatur mag nicht. Die Tastatur nimmt jetzt. Ich sag dir, es ist das Bier. Ich glaube auch. Wo kommst du denn her? Du bist ein völliger Nebendarsteller. Völlig unnötig. Ja, das ist Level 7. Aber kaputt. So, jetzt haben wir Remakes haben wir jetzt durch, Serien haben wir durch, Nickelodeon haben wir durch. Wir müssen es nicht so weit schon so abrattern, so das haben wir durch, haben wir durch. Sind auch, hat man es wird spontan angesprochen, zum Beispiel das Thema Energie. Energie ist die Frage, welche Form von Energie gemeint ist. Richtig, bei Energie, da gibt es... Energie in Videospielen, Stromenergie, richtig. Sonnenenergie. Deswegen würde ich sagen, lass mal das Thema. Ne, wieso ist das noch gute Bereiche? Dann bitte. Dann, ich weiß jetzt nicht konkret, wenn du mir ein bisschen Input gibst. Was vielleicht ja, warum sollte ich dir, wenn du, ich habe gesagt, für mich, ich weiß es nicht. Deswegen. Okay, gut, dann lassen wir das Thema. Wenn du was hast. Ich sag ja, ich hab nichts, aber ich wollte sagen, wenn ich von dir vielleicht ein bisschen Input bekomme, dann könnte ich vielleicht gut einsteigen. Aber wenn du sagst, du hast keine Energie, Input, was halten Sie? Sterbe ich einfach was halten so. Sie denn von Energie? Ja, das hast du mir ja schon gefragt. Ja. Ist ja klar, wenn du sagst, du hast nichts dazu zu sagen, dann ist ja alles in Ordnung. Nee, ich hab nicht gesagt, dass ich nichts dazu sagen, aber ich sag, das ist so breit gefächert, es gibt so viele verschiedene Arten von Energie. Eben, deshalb dachte ich mir, könnte ja irgendwas, wenn es so weit gefächert ist, kann man ja vielleicht irgendwo einsteigen. Ja. Videospielenergie. Videospielenergie. Ja. Hier dargestellt durch diese weißen Balken links oben. Ach so, okay. Und in anderen Spielen durch Herzen dargestellt, sehr gerne, wird sehr gerne hergenommen. Zum Beispiel bei? Oder durch rote, was? Zum Beispiel bei Herzen? Zelda zum Beispiel.
Oder Mario, nee, Mario, Mario stirbst du ja sofort, glaube ich, ne? Bei Mario war es doch immer so, wenn du, aber je nachdem, ja wie groß du bist, zum Beispiel, du bist als Mario, kannst du klein sein, groß sein und dann nochmal eine Special-Taktik, Special-Dings haben. Und je nachdem, ob du einen Fehler machst, fällst du praktisch in den früheren Zustand zurück, bis du tot bist. Genau. Oder du fällst immer runter und stirbst sofort. Mhm. Wie ist denn das, wenn du jetzt, ne, wenn du jetzt Blumen-Mario bist, also der Feuer-Blumen-Mario, ne? Ja. Und du bist getroffen. Ja. Bist du dann klein? Oder bist, also bist du gleich klein oder wirst du erst normal groß? Klein. Ist das so? Ja. Ich glaube, ja.